Wendepunkte. Herzlich willkommen bei unserer Sendereihe Wendepunkte. Ich habe heute das Vergnügen, mit Karin zu reden. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich habe bis vor kurzem als Sozialpädagogin an einem Gesundheitsamt gearbeitet, 17 Jahre lang, habe 2 erwachsene Kinder und habe jetzt eben seit Corona tatsächlich eine große Wandlung und Veränderung hinter mir. Du warst ja sozusagen ganz an der Quelle. Du hast in einem Gesundheitsamt gearbeitet. Magst du ein bisschen beschreiben, wie dort dein Alltag so aussah, was sich da vielleicht auch verändert hat? Also vor Corona hatte ich wirklich eine ganz tolle Arbeit, sehr vielseitig. Ich war in ganz vielen Bereichen tätig, weil das ein kleines Gesundheitsamt ist. Hatte viel Prävention gemacht, viel Seminararbeit, Einzelberatung, Heimaufsicht etc. und hatte auch die Leitung des Teams. Ja, wollte eigentlich bleiben bis zu meiner Pensionierung, weil es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Dann kam Corona und dann hat sich eben alles mit einem Schlag verändert. Am Anfang hat mir gedacht, es geht nicht lange. Im Mai 2020 irgendwie ist es mir so langsam gedämmert, dass das vielleicht doch eine längere Geschichte werden könnte. Und dennoch hat man gedacht, man kommt irgendwie wieder so in den alten Arbeitsbereich rein und hat da auch noch lange die Hoffnung gehabt, dass das irgendwann mal wieder so wird, wie es war. Ich war dann während der Corona-Zeit lange in der Hotline tätig, das heißt Bürgertelefon, weil sich ja auch permanent die Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen verändert haben. Dann natürlich viele Leute Fragen dazu, die haben dann bei uns angerufen. Wir haben dann versucht, da einfach die neuesten Regelungen wieder zu vermitteln. Ich habe meine Aufgabe auch relativ schnell so verstanden, dass ich mir gedacht habe, ja gut, ich sitze jetzt hier, diese ganzen Verordnungen, ich finde es nicht so toll. Ich habe dann lange Zeit versucht, den Menschen so die Angst zu nehmen. Also das habe ich dann ja als Kern gesehen, habe mich darüber dann auch so ein bisschen mit meiner Unzufriedenheit und den Widersprüchen, die ich dann schon bald gemerkt habe, durch den Tag geredet, weil ich gedacht habe, okay, kannst du wenigstens den Menschen vielleicht ein Stück weit Angst nehmen. Was haben die da so gefragt in der Hotline? Was waren so Probleme, die da besprochen wurden? Ach, das war alles Mögliche. Also am Anfang war es natürlich die Angst vor dem Virus. Dann waren es die Regelungen. Ja, wie weit darf ich mich von meiner Straße aus entfernen, wie das mit den 15 Kilometern war. Dann natürlich auch diese Sachen, ich darf meine Angehörigen nicht mehr besuchen im Pflegeheim. Also da haben sich wirklich Dramen abgespielt. Das fand ich auch ganz schrecklich, ja, den Leuten da letztendlich nicht groß helfen zu können, weil einfach dieses Infektionsschutzgesetz das alles verhindert hat. Und da ging das dann schon auch los, habe das dann alles so als ja, sehr unmenschlich und unbarmherzig irgendwo empfunden. Wie man plötzlich umgeht, auch mit Menschen, die vielleicht ein Suchtproblem haben oder eine Angststörung. Und unsere normale Arbeit war ja in dem Sinne dann immer möglich. Das heißt, die sind zumindest am Anfang ganz schön in ein Loch gefallen. Also da konnte man auch keinen Hausbesuch machen, alles, was zuvor möglich war, ging ja dann nicht mehr. Und dann kam die Impfpflicht vom Gesundheitsamt? Ja, das kam dann auch. Wann war das? Im Sommer 2020 habe ich so den Eindruck für mich bekommen, dass es in die Richtung geht. Ich weiß gar nicht, ob da schon in der Öffentlichkeit groß darüber diskutiert wurde, aber für mich war dann einfach klar, wenn das kommt, also das ist definitiv meine rote Linie. Ich hatte zuvor nie groß Probleme mit Impfungen, muss ich sagen. Aber ich habe dann einfach so viele Widersprüche gesehen und alles, was bisher an Prävention und Herangehensweise da war, das hat bei Corona alles so nicht mehr funktioniert. Und für mich war klar, ich bin da nicht dabei. Und wie es dann losging im Dezember 2020, ging es los, glaube ich, mit dem Impfen. Da habe ich dann schon gemerkt, jetzt kommt so langsam, rückt es näher, das ganze Problem. Aber für mich war es einfach vollkommen klar, ich möchte mich nicht impfen lassen. Also dieser Druck und dieses, ich gebe dir eine Bratwurst und dann hast du die Impfung oder ich gebe dir Freibier oder was da alles irgendwie so auf dem Plan war. Also ich fand es mehr als unheimlich, ehrlich gesagt. Es ist halt das komplett gleiche Prozedere wie überall durchgezogen worden. Also mit Anschreiben, mit Bußgeld, Bescheid. Letzten Endes hat es ja nie ein Betretungsverbot gegeben. Das ist ja in Bayern, also auch in den Pflegeheimen, überall ausgesetzt worden. Und trotzdem, ja, ich fand einfach den gesamten Druck, der da aufgebaut wurde, generell gegen die ungeimpften Mitarbeiter im Gesundheitswesen, völlig unverhältnismäßig und irgendwo auch entwürdigend, ja. Definitiv. Welchen Weg hat das Ganze dann bei dir genommen?
Ich habe 2021 irgendwann angefangen, mir so ein bisschen Plan B zurechtzulegen oder zumindest mich schon mal damit zu beschäftigen, da irgendwie einen Ausstieg zu finden. Nachdem ich schon immer viel in der Natur unterwegs war, also das hat mir auch wirklich viel gebracht in dieser ganzen Corona-Zeit. Ich habe mich sehr viel in der Natur auch zurückgezogen, um dem ganzen Wahnsinn irgendwie zu entkommen. Ist mir dann irgendwann so die Idee gekommen mit diesem Naturcoaching und dieser Landart, dass ich das nebenberuflich machen könnte. Habe dann da angefangen, meine Homepage zu machen, Instagram und diese ganzen Sachen, die man dann so braucht. Ja, einfach mal, um so den Grundstein zu haben. Und trotzdem war am Anfang oder ja, zu der Zeit war immer noch so diese Hoffnung, es könnte irgendwie anders gehen, ja, aber es hat sich da nicht gezeigt. Es ist dann zu den Sommermonaten immer wieder ruhiger geworden. Da konnte man dann teilweise auch wieder seine normale Arbeit machen. Und trotzdem war aber immer dieses Thema Corona, das war einfach unheimlich präsent. Und für mich ist dann irgendwann ganz klar geworden, ich mag auch nicht nochmal auf eine Frist warten. Ich mag nicht abwarten, was kommt jetzt. Und dann war ich mal genesen, dann ist es abgelaufen. Ja, statt 6 Monate, 3 Monate, wissen wir alle. Das waren lauter so Sachen. Und ich habe gemerkt, ich belaste das unheimlich, dass ich so fremdbestimmt bin. Also, dass ich nicht einfach meine Arbeit machen kann. Ich hatte auch immer die Sorge, dass ich vielleicht bestimmte Tätigkeiten immer machen kann. Also zum Beispiel in die Heime gehen. Da war ja dann das Hausrecht. Bei manchen Heimen war es dann so, wohl die offizielle Regelung schon softer war, sage ich jetzt mal. Manche Heime haben trotzdem gesagt, sie wollen keine Ungeimpften reinlassen. Und mir hat es unheimlich Druck gemacht. Also es hat mir psychisch und physisch auch irgendwann so zugesetzt. Ja, ich wäre wahrscheinlich irgendwann vor die Hunde gegangen, wenn ich nicht so im Hintergrund immer diesen Plan B schon gehabt hätte. Was bedeutet denn Naturcoaching? Ist ja Neudeutsch so ein bisschen für Leute, die sich noch nicht so damit auskennen. Es gibt leider keinen schönen deutschen Begriff dafür. Ja, letzten Endes geht es darum, also ich mache es mit Gruppen und ich mache es mit Einzelnen. Bei den Gruppen geht es darum, ja, die Menschen wieder so in diesen Naturraum reinzuführen und wieder einen Zugang zu schaffen zur Natur. Und zwar jetzt nicht nur über den Kopf, ja, oder viele gehen in die Natur, um irgendwie nachzudenken, aber dann sind sie auch wieder im Kopf, sondern wirklich mal so dieses Spüren mit allen Sinnen in der Natur, sich darauf einlassen, auf diese Symbolhaftigkeit der Natur. Und das kann man sehr schön mit Gruppen machen und mit den Einzelnen auch. Also gerade wenn irgendwelche Krisen anstehen, Entscheidungen im Leben oder so, dann kann man diese Symbolhaftigkeit der Natur sehr, sehr schön nutzen. Viel besser wie in einem geschlossenen Raum. Also ich habe ja viel Beratungen im geschlossenen Raum zuvor gemacht und die Natur bietet da einfach so viel mehr an Potenzial und Möglichkeiten, erst so diese inneren Prozesse zu spiegeln, ja, also das dann einfach in der Natur zu sehen. Hättest du da irgendeinen praktischen Vorschlag für Leute, die gerade sehr gestresst sind? Was können die machen, wenn sie rausgehen? Ich denke, das Wichtigste ist tatsächlich so zum Einstieg, rausgehen mit der Absicht, die Natur wahrzunehmen. Also nicht dieses klassische, jetzt habe ich Abstand, jetzt denke ich mal wieder über alles nach. Ja, das ist so, das haben wir so verankert und so verinnerlicht, dieses, jetzt muss ich da mal in Ruhe drüber nachdenken, sondern eben zu versuchen, durch die Natur zu gehen, das alles wahrzunehmen, das vielleicht auch alles als neu und frisch wahrzunehmen. Ja, die Gedanken einfach mal so weit wie möglich außen vor lassen, sondern wieder in das Spüren und in das Wahrnehmen zu kommen. Was mir dann damals auch in der Natur klar geworden ist, wie ich da viel alleine unterwegs war, ich hatte viel mich mit dem Thema Mut beschäftigt. Also ich habe alles über Mut gelesen, Gedichte, sonst wie, weil ich mir selbst diesen Mut zusprechen wollte für diese Veränderung in meinem Leben und habe dann irgendwann bemerkt, also Mut allein ist es nicht. Also das Gegenteil von Angst ist nicht unbedingt Mut, sondern es ist Vertrauen. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und dass es in irgendeiner Form Unterstützung gibt für den Weg, den man einschlägt. Das war eine weitere Folge unserer Reihe Wendepunkte, in der Menschen erzählen, wie sich seit Corona ihr Leben verändert hat. Immer mittwochs um 15.30 Uhr hier bei Radio München. Verantwortliche Redakteurin ist Isa Mitzer.